Wer heutzutage noch nichts von den Avengers gehört hat, lebt wohl mit geschlossenen Augen und den Fingern in den Ohren in einer Höhle auf dem Mond. Marvels mächtigste Helden sind seit Jahrzehnten ein Grundpfeiler der Comicindustrie und seit Endgame auch die Protagonisten des erfolgreichsten Films aller Zeiten. Nun versammeln sich die Avengers auch endlich auf der Konsole. Wurde auf der diesjährigen E3 nur ein Gameplay-Trailer zu Marvel's Avengers enthüllt, der jede Menge Action versprach, durfte man auf der Gamescom auch endlich selbst zocken. So ganz vom Hocker gehauen hat uns die Superhelden-Sause jedoch nicht. Wir durften die ersten 30 Minuten von Avengers spielen, die bereits im E3-Trailer als Gameplay zusammengeschnitten waren. Der Taskmaster und seine Gehilfen verüben einen Terroranschlag auf die Golden Gate Bridge in San Francisco. Da können die ruhmreichen Rächer natürlich nicht tatenlos zusehen. Der Auftakt dient als Tutorial, in dem einem die Eigenschaften der jeweiligen Charaktere näher gebracht werden. Zunächst kloppen wir uns als Thor mit ein paar Fieslingen, lernen den Blitzschlag und werfen Mjölnir gegen Gangsterköpfe. There are mortals trapped. Lots of small angry men with guns. Fight's not over, Stark! Anschließend übernehmen wir die Kontrolle über Iron Man. Dabei fliegen wir hinter mit Jetpack bestückten Taskmaster-Jüngern her und schießen diese mit unseren Repulsoren vom Himmel. Your convoy was hijacked this morning. This is from one of Fury's morning briefs I never read? Come on, Tony, those are important. Okay, whatever. Where's Big Green? I got eyes on him. Hulk, bringing in the Quinjet for a landing. Danach verwandelt sich Bruce Banner in den Hulk und wir dürfen mit dem grünen Grobian über die Brücke walzen. Selbst einen Panzer zerpflücken wir mühelos. Charge! Als nächstes ist dann Captain America an der Reihe. Auf dem Shield Helicarrier hauen wir auf Fieslinge ein und werfen ihnen unseren Schild in die Visagen. All hands, the Chimera is under attack. Evacuate the civilians. I'll handle the freak detonator. Schließlich übernehmen wir die Kontrolle über Black Widow, die sich direkt mit dem Taskmaster anlegt und so einen kleinen Bosskampf vom Zaun bricht. Wir verfolgen den fliegenden Stinkstiefel, pflücken ihn unsanft aus der Luft, weichen seinen Attacken aus und schießen ihm mit unseren Pistolen ein paar blaue Bohnen entgegen. Das ist alles super rasant und richtig spektakulär inszeniert, spielt sich jedoch nicht so dynamisch, wie es sich vielleicht anhört. Abgesehen von Black Widow spielen sich alle Figuren etwas schwerfällig. Beim Hulk ist das natürlich nachvollziehbar, aber auch Thor steuert sich wie ein Panzer. Zudem wirken die Kombos bestehend aus leichten und schweren Angriffen etwas behäbig. Selbst beim Flugabschnitt mit Iron Man macht das Spielgeschehen keinen sonderlich schnellen Eindruck. Überhaupt scheint der Milliardär in der eisernen Maske das Problemkind der Heldentruppe zu sein. Nach dem Verfolgungsabschnitt wird Iron Man von bewaffneten Gegnern gestellt, woraufhin der Kampfablauf recht unbeholfen aussieht. Tony Stark schwebt behäbig herum und wenn man mal etwas weiter in die Lüfte aufsteckt und getroffen wird, sinkt er direkt wieder zu Boden. Das sieht unfreiwillig komisch aus. Wir wollen jetzt allerdings nicht zu negativ klingen. Die Präsentation ist klasse und auch das Gameplay nicht schlecht. Es fehlt bloß das gewisse Etwas. Bei der Technik muss sich bis zum Release am 15. Mai 2020 aber definitiv noch etwas tun. Der Titel ruckelte teilweise sehr auffällig. What's happening here? Neben ersten Hands-on-Eindrücken rückten die Macher auch neue Informationen zum Koop-Modus heraus. Nach dem E3-Trailer waren viele Leute skeptisch, ob das dort gezeigte Gameplay mit einem Multiplayer-Modus vereinbar ist. Doch nun wird klar, das Spiel hat ein ganz anderes Konzept. Nach dem sogenannten A-Day, also jenem Tag, als bei dem Kampf gegen den Taskmaster viele Unschuldige verletzt wurden, setzen sich die Avengers zur Ruhe. Superhelden werden geächtet und der Konzern AIM reißt mit seinen Kampfandroiden viel Macht an sich, um ein Unrechtsregime aufzubauen. Die ehemaligen Avengers wollen diesem Treiben irgendwann nicht mehr zusehen und führen nun eine Art Guerillakrieg gegen AIM. Daher gibt es auch eine Kriegskarte. Dort wählt ihr zwischen Hero- und Warzone-Missionen. Hero-Missionen sind reine Singleplayer-Story-Quests, welche die Geschichte weiterzählen und auf einen speziellen Avenger ausgelegt sind. Beispielsweise Fluglevels für Iron Man und Hautraufabschnitte für den Hulk. Warzone-Missionen sind hingegen für 1 bis 4 Spieler ausgelegt. Hier darf der Held frei gewählt werden. In Warzone-Quests erhält man zusätzliche Erfahrungspunkte, Outfits, Ausrüstungsgegenstände und Informationen zur Story. Warzone soll über mehrere Jahre mit neuen Helden und kostenlosen Inhalten unterstützt werden.
Zudem machen die Entwickler klar, dass bei ihnen die Charaktere im Fokus stehen, sowohl im Hero-Modus als auch bei den Warzone-Missionen. Jede Figur hat eigene Motivationen und Wege, um mit dem Unglück des A-Days umzugehen. Des Weiteren sollen Spieler über das Skill- und Perk-System selbst festlegen können, welche Spielweise sie bei den Avengers passend finden. Dies erklärt man uns am Beispiel von Thor. Möchte man ihn zum starken Nahkämpfer machen, soll das genauso möglich sein wie ein Donnergott, der sich eher aus dem Kampfgetümmel fernhält und aus etwas Entfernung Blitze auf die Gegner schleudert. Das klingt ziemlich interessant. Trotz der oben genannten Kritik am Spiel sind wir sehr gespannt, wie sich Marvel's Avengers in den kommenden Monaten bis zum Release entwickelt. Genügend Potenzial für ein starkes Spiel ist jedenfalls vorhanden. Lust auf etwas realistischere Action? Dann guckt euch doch unser Vorschauvideo zu Call of Duty Modern Warfare an. Und bleibt unbedingt auf pcgames.de, denn dort findet ihr nicht nur während der Gamescom alles, was es aus der Welt der Videospiele zu wissen gibt.